Für viele Menschen ist Europa weit, weit weg. Brüsseler Bürokratie, der Wasserkopf oder ständige Einmischung in regionale Fragen sind bekannte, aber häufig auch falsche Schlagwörter. Tatsächlich werden bald 80% der Rahmengesetzgebung in Brüssel entschieden. Ganz konkrete Fragen des täglichen Lebens werden von der EU beantwortet, etwa Regeln zur Arbeitszeit, zur Wirtschaftsförderung oder ganz praktisch zu unseren Handygebühren. Dies wird den Menschen auch immer mehr bewusst. Täglich kommen Unternehmen, Organisationen, staatliche oder kommunale Stellen oder auch ganz normale Bürger auf mich mit europäischen Anliegen zu. Oft geht es um Dinge, die verbessert werden sollen, aber ich bekomme auch eine Menge Anregungen für eine gute Zukunft. Da ist zum Beispiel ein soziales Projekt, das ohne europäische Förderung nicht mehr arbeiten kann und mir neue Verfahrensregeln vorschlägt. Oder ein Unternehmen, das eine besonders gute Idee oder eine Technik hat, die europaweit Standard werden könnte. Oder eine junge Arbeitnehmerin, die im Ausland viele bürokratische Hürden nehmen muss. Oder aber eine Schule, die mit Tschechien einen Schüleraustausch und eine praktische Zusammenarbeit anstrebt. Nur ein paar Beispiele für die hunderte von Fällen, die auf meinem Schreibtisch landen. Europa ist längst im Alltag angekommen. Und ich bin froh, dass dies den Menschen immer mehr bewusst wird, dass die Menschen es immer mehr zu nutzen verstehen. Für Niederbayern ist dies auch eine besondere Chance. Wir liegen mitten im Herzen Europas, grenzen direkt an Österreich und Tschechien an. Für uns wird die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn mehr und mehr zur Normalität. Ich sage sogar, im Wettbewerb der großen Metropolen mit München, Prag oder Wien ist die Zusammenarbeit sogar zwingend notwendig. Deshalb arbeiten wir gemeinsam an einer Europaregion, an einer Donau-Moldau-Europaregion, an der Niederbayern, die Oberpfalz, Oberösterreich und die zwei tschechischen Bezirke Pilsen und Budweis beteiligt sind, weil wir erkennen, dass wir gemeinsam stärker sind.